Nachhaltigkeit ist in der Gastronomiebranche ein großes Thema. Dubai setzt auf lokale Farmen für eine nachhaltige Zukunft. Das Atlantis The Palm Resort hat sich verpflichtet, in jedem Restaurant Zutaten aus der Region zu servieren. Küchenchef Raymond Wong ist verantwortlich für die Speisekarte. Was kaufen wir heute ein? Wir kaufen für ein Lachs-Carpaccio ein, das wir in unserem Restaurant zubereiten werden. Dazu gibt es Mikrogemüse und einen Gurkenjus. Das passt dazu. Die Fischfarm in Jebel Ali ist eine Meereszuchtanlage, die die Aquakulturindustrie der Region unterstützt, um die Abhängigkeit von importiertem Fisch zu verringern. Ein perfekter Ort, um Lachs zu kaufen. Nicht weit davon liegen die zwei Hydrokulturfarmen Oasis Greens und Ans in Alkos. Sie haben eine Null-Pestizid-Politik und verbrauchen 90% weniger Wasser als die traditionelle Landwirtschaft. Das ist Teil einer größeren Nachhaltigkeitsinitiative im Atlantis The Palm. Was steckt dahinter? Das Ziel ist, 5 verschiedene lokal bezogene Produkte in unseren Gerichten zu verarbeiten und diese in allen 23 Restaurants im Atlantis The Palm bis zum Ende dieses Jahres anzubieten. Beeindruckend. Das sind Wasabi-Blätter, die wir in dem Gericht benutzen werden. Das gibt dem Ganzen einen besonderen Kick. Ich freue mich schon darauf, das zu probieren. Gehen wir für die Zubereitung zum Hotel zurück. Auf in die Küche. Wir sind zurück mit unserem Fisch. Wie bereiten wir ihn zu? Wir werden jetzt die Haut abziehen. Ich habe den Fisch abgetastet, um sicherzugehen, dass da keine Gräten mehr drin sind. Jetzt nehmen wir ein wirklich scharfes Messer, nehmen ihn vom Ende her und ziehen einfach. Hier haben wir rote Beete, etwas Salz und Zucker. Das kommt dazu und dann pürieren wir das Ganze. Noch ein bisschen Apfelsaft dazu, um dem Ganzen mehr Geschmack zu verleihen. Frisch gepresster Apfelsaft? Yep, ich würde auch immer einen grünen Apfel verwenden, eher als einen roten. Die roten sind ziemlich süß. Das wird die Marinade für den Lachs? Ja, genau. Sieht gut aus. Schön frisch, damit kommen auch ein paar erdige Aromen dazu. Okay, wir sind bereit zu marinieren. Am besten wird es, wenn man den Lachs 24 Stunden mariniert. Das sieht toll aus. Ich liebe die Farbe. Vielen Dank. Okay, jetzt fangen wir mit der Gurkenjus an. Wir haben frische Gurken aus der Gegend, dazu etwas Knoblauch, Ingwer, Limettensaft, etwas Apfelsaft. Daraus machen wir das Dressing für das Carpaccio. Es wird dem Gericht ein wenig Säure verleihen. Los geht's. Weil Fisch, vor allem Lachs, von Natur aus ziemlich fettreich ist, braucht man diese Säure, um das Ganze auszugleichen. Ich glaube, wir sind fertig. Ich probiere mal, damit auch alles so ist, wie es sein soll. Fertig? Ja, sehr frisch. Okay, so, wir stellen das beiseite, schneiden den Lachs in Scheiben und richten ihn an. Probieren wir. Ja, sure. Köstlich. Ich würde das Gericht auf jeden Fall bestellen. Besonders, da ich weiß, dass es aus der Region kommt.